Schauen wir uns mal in Ruhe um. Was gibt's denn hier Feines? Der schläft hier. Je nach Geschlecht, Schmetterling oder Motte. Ah, okay. Alles klar. Ah, ein Pokémon-Trainer. Bitte versuch leise zu sein, damit du nicht mein schlafendes Mushana hörst. Okay, ich bin leise. Sag mir, weißt du Bescheid über versteckte Fähigkeiten? Hidden Abilities? Ja. Ich würde auch nicht weniger von so einem jungen und dennoch erfolgreichen Pokémon-Trainer wie dir erwarten. Dank der Fähigkeit meines vertrauenswürdigen Mushanas, das in die Traumwelt gucken kann, bin ich dazu in der Lage, Pokémon mit seltenen Fähigkeiten zu finden, zu lokalisieren. Jetzt gerade spüre ich, dass sich einige bei den Ruinen von Alf befinden. Ah, das Thema hatten wir mal. Wir hatten einmal auf der Route 4, glaube ich, also zwischen Marmoria und Mondberg, stand da die Assistentin vom Eich. Und die hat gesagt, jetzt hier ist gerade auf der Route eine erhöhte Chance für Hidden Abilities. Na? Und bei der kann man quasi nachgucken, wo das gerade ist und dann schnell dahin gehen und dann Hidden Abilities Pokémon fangen. Cool. Sehr cool. Aber sie bleiben nicht lange am gleichen Ort. Also sollst du schnell wieder herkommen und bla bla bla, genau. Papinella und Dustox. Genau, Papinella und Dustox, das war das. Ist komplett random, ob Charlocko oder Panekon. Hat nichts mit Geschlecht zu tun. Oh. Jetzt haben wir widersprüchliche Informationen im Text. Der eine sagt Geschlecht, der andere sagt nö. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh. Was machst denn du hier? Ein Shiny Abra, was einfach mal rumteleportiert oder so. Oder. Ach nee, das ist bloß der Teleport-Effekt. Kein Shiny. Die Safari-Zone macht es einfacher für jeden, einen Haufen Pokémon zu fangen. Deshalb hat fast jeder in dieser Stadt Pokémon als Haustiere. Oh, mein Rücken tut ja so weh. Ich habe Glück, dass ich mein Mashok hier mir Massagen gibt. Ja. Arena. Wollen wir da schon rein? Wollen wir da schon rein oder wollen wir erstmal in die Safari-Zone? Laut PokeWiki liegt es an einem versteckten Wert namens Personality Value und ab Gen 6 namens Encryption Constant. Wieder was gelernt. Ah. Okay. Das Shiny ist etwas blasser als das Original. Könnte doch ein Shiny sein, ne? Ja, ich glaube, es ist ein Shiny. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hotel, da gibt es wieder Quests. Beziehungsweise es könnte sein, dass in diesem Hotel bei Nacht die Feder auftaucht, die wir suchen. Wir suchen doch eine Feder. Och, deine liebreizenden Pokémon. Die sehen ja so angespannt von all diesen Kämpfen aus. Du solltest mich sie etwas pflegen lassen, während du dich am Pool ausruhst. Oh. Wollen wir das? Kostet das was? Was bringt denn das? Dein Pokémon sieht jetzt glücklicher und schöner aus. Nö, immer noch die gleiche Hackfresse. Desktop! Immer noch die gleiche Hackfresse. Ich glaube, bei Nacht müssten wir uns mal dieses Hotel mal genauer angucken. Vielleicht könnte hier die Feder sein, die wir suchen. Ich habe gehört, dass Koga, der Arenaleiter dieser Stadt, von den Top 4 angesprochen wurde. Aber er hat ihr Angebot abgelehnt, weil er sich um seine Familie hier in Foxania City kümmert. Ach, schon netter. Das ist schon netter. Du kannst die Fähigkeiten Moonlight und Morgensonne benutzen, um auf Nacht und Morgen zu warten, wenn du draußen auf dem Feld bist. Ach so, cool.
Kannst du einfach Tag und Nacht wechseln. Es ist nützlich, wenn es kein Hotel in der Nähe gibt. Cool. Ich habe einen Controller, ja, aber ich spiele es auf dem PC. Der ist mit dem PC verbunden. Das ist, ich glaube, man kann es auch auf Mobile spielen. Ich glaube, man kann es auch auf Android und iOS spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Android auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es für den PC. Man kann aber, denke ich, auch die APK zum Installieren runterladen. Und dann theoretisch, wenn du ein Gerät hast, irgendein Android-Gerät, was du auf dem Fernseher anschließen kannst oder sowas, könntest du es dann dementsprechend auch auf dem Fernseher spielen. Theoretisch. Schätze ich mal. Aber ich spiele es auf dem PC. Genau. Und es gibt dazu eine Reddit-Seite. Es gibt eine Webseite, die ist aber von irgendeinem Drittanbieter. Der würde ich nicht vertrauen, da könnten vielleicht irgendwelche extra Sachen versteckt sein in den Download-Dateien. Es gibt eine Reddit-Seite, es gibt ein GitHub und es gibt einen Discord-Server. Ne? Nur von den Seiten runterladen. GitHub, Reddit oder Discord. Ja? Nicht von dieser Webseite. Das sind deine Stats zurzeit. Ja, 6 Quests sind offen. 2 Leuten muss ich noch helfen, dann bekomme ich wieder eine Belohnung. Nice. Also vielleicht kann man der Seite trauen, ich weiß es nicht, aber weil die Seite eben nicht von dem Developer ist, muss man das immer mit Vorsicht genießen. Ne? Manchmal ist dann vielleicht irgendeine Kleinigkeit noch drin mit versteckt. Deshalb kann ich es nicht weiterempfehlen. Oh, ich hab was ist das? Wasser's Edge? An der Ecke des Wassers? An der Kante. Ich hab an der Wasserkante gesessen. In der Safari-Zone und meine Zehen in den See gesteckt. Als plötzlich etwas kam und meinen Zeh gebissen hat. Ich konnte nicht sehen, was es war. Aber es muss echt scharfe Zähne gehabt haben. Weil es ja so sehr wehgetan hat. Ich liebe es, am See der Safari-Zone ja, rumzuhängen. Aber jetzt traue ich mich nicht mehr dahin zu gehen. Außer ich weiß, was mich gebissen hat. Kannst du nicht herausfinden, was da scharfzähniges Pokémon da gibt? Ja, mach mal. Find mal heraus. Ist bestimmt ein Tohaido oder irgendwie sowas. Oder die Vorform dieser Piranha oder sowas, ne? Bestimmt irgendwie sowas. Du denkst, du bist ein schneller Fahrradfahrer? Ich gebe dir etwas, wenn du meine Bestzeit auf dem Fahrradweg schlagen kannst. Soll das langfahren? Okay. Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann komm mal zum Boden, also zum unteren Teil des Fahrradwegs. Fahrradwegs! Okay, machen wir gleich. Bin mal gespannt. Ich habe dieses arme Chanera da drüben alleine in der Safari-Zone gefunden. Könntest du mir helfen, herauszufinden, welchem Trainer es gehört? Klar. Mach ich locker. Ein Haufen Slimers sind auf dem Fahrradweg aufgetaucht. Das ist wirklich ein bisschen unhygienisch. Ich würde sie ja selber entsorgen, aber ich weiß nicht, wie man kämpft. Könntest du für mich all die Slimers auf dem Fahrradweg entfernen? Da alles voll easy, oder? Mach mal. Wie spät ist es? Ich würde mal kurz 6 Stunden schlafen legen. Ich habe das Gefühl, die Feder, die wir suchen, für diese eine andere Quest, die könnte hier sein. Ja. Das Fuxanias Hotel bei Nacht. Da ist die Feder. Jetzt. Finde die nächste Feder. Müssen wir erstmal einen Schatten finden. Wir warten mal hier auf den Schatten. Du hast doch einen Schatten. Nee.
Na, wo ist er? Tauchen doch überall auf. Ja. Eine Stimme hallt von irgendwoher. Finde die nächste in dem einsamen Haus auf der Stadt am Ende der Zivilisation. Also die Pokevilla auf Zinnober. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Da kommen wir später hin. Fahrradweg möchte ich meinen, oder? Die wollten was vom Fahrradweg. Und Cozy just subscribed. Willkommen bei den Dösköppen. Hallihallo, hallöle. So, du wolltest ein Wettrennen? Da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Okay, also hier ist die Herausforderung. Du musst zum Tor am Gipfel des Fahrradwegs kommen. Du musst alle 5 Checkpoints passieren, die ich auf der Strecke ausgelegt habe. Aber es ist nicht so einfach. Du musst meinen Highscore besiegen. Und ich gebe dir etwas, wenn du es in weniger als 16 Sekunden schaffst. Denkst du, du schaffst das? Na dann los. Ready, steady, go! Das sind die Checkpoints, ja? Ach Gott, warum ist der hier unten? Und dort! Das war's doch jetzt, oder? Wow, das war großartig. Du hast sogar meine Zeit geschlagen. Beim ersten Versuch! Ha! Wofür sind denn die Federn? Ich weiß es nicht genau. Das ist irgendeine Quest. Wie heißt denn dieses... Wir hatten am Anfang eine Vermutung, dass es um irgendein bestimmtes Pokémon geht, oder? Wie hieß denn das? Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Aber da war, das fing an, dass beim Mr. Fuji in seiner Cresselia, das Ding. Dass bei Mr. Fuji in seiner, wie heißt das, Pokémon-Herberge oder seinem Pokémon, wie nennt man das? Orphanage auf Deutsch. Wie heißt ein Orphanage auf Deutsch? Das Heim, sein Pokémon-Heim. Dass dort auf dem Bett lag eine Feder. Die haben wir angesprochen, das hat so eine Questreihe gestartet. Dass jedes Mal dann bei Nacht irgendwelche Schatten auftauchen, die geben uns einen Hinweis, wo die nächste Feder ist. Und dann gehen wir los, schnappen uns die Feder und dann müssen wir wieder einen Schatten ansprechen und so weiter. Und es ist immer nur so ein Rätsel, so ein kleiner Hinweis. Und ich schätze mal, am Ende werden wir entweder Cresselia fangen können oder vielleicht von ihr irgendwas bekommen können oder sowas. Aber ich denke mal, wir bekommen dann Cresselia. Für die, die nicht wissen, wer oder was das ist. Das Ding. So eine Art Space Porygon. Das ist Cresselia. Ja, wir haben ihre Zeit geschlagen beim allerersten Versuch, Alter. Nice. Und dann können wir jetzt gleich noch die Slimers beseitigen, oder? Da, Slimer. Kann das der Madara oder ist der ein bisschen ungeeignet? Der hat Schaufler. Perfekt. Go, Madara! Noch 3 Level, dann können wir den entwickeln. Dann lernt er Crunch und wir machen ihn zu Captain Crunch, Arcani. Cresselia ist quasi der Gegenpart zu Darkrai. Genau, Cresselia ist das Traum-Pokémon und Darkrai das Albtraum-Pokémon. Es gibt noch mehr Pokémon, die wir beseitigen müssen. Frage wo? Ah, ich muss echt sagen, dieses Infinite Fusion macht so viel Gaudi. Diese Kombinationen sind der Hammer. Wir haben teilweise auch bei den Gegnern, die Gegner haben ja auch fusionierte Pokémon, haben teilweise so bekloppte Fusion gesehen. Ich habe einfach nur gefeiert, einfach nur 5 Minuten gelacht. Kann es nur weiterempfehlen, es macht Gaudi. Ja, Federn, keine Ahnung, weißt du? Wird schon irgendwie passen. Sieht vielleicht für uns nicht aus wie Federn, aber es hat wohl irgendwie Federn. Genau, das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt. Das fehlt mir so ein bisschen, weil du musst übelst viel nachdenken, was für ein Typ die Pokémon teilweise haben.
Weil die Fusion ist so ein bisschen kompliziert. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Myrapla hast, was Pflanze und Gift ist, ne? Und du hast ein Paras, was Käfer und Pflanze ist. Und du kombinierst die. Und das Myrapla ist der Kopf und das Paras ist der Körper. Dann nimmt es von Myrapla den ersten, die Pflanze, und von Paras das zweite, wieder die Pflanze. Pflanze plus Pflanze ergibt wieder Pflanze, Mono. Und dann hat es halt kein Gift mehr und kein Käfer. Und so musst du bei jeder Fusion musst du denken, welcher Name kommt zuerst, welcher Name kommt als zweiter und welchen Typ hat dann das Ergebnis. Und da fehlt mir noch so ein bisschen, dass einfach in-game, im Kampf, einfach neben dem Namen angezeigt wird, Feuer, Pflanze, Wasser, Stahl und so weiter. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Der einzige Part an dem Spiel, was gerade ein bisschen anstrengend ist, ne? Du musst echt überlegen, was für ein Typ haben die Viecher. Aber ansonsten ist es der Hammer. Wir spielen das jetzt auch schon, glaube ich, seit fast 2 Wochen. Und ich bin gerade mal bei Fuxania City, weil wir das Team so oft umgebaut haben. Ständig wird irgendwas neu kombiniert und so. Wobei wir jetzt, glaube ich, langsamer an einem Punkt angekommen sind, wo ich das Team nicht mehr umbaue. Zumindest nicht mehr in Kanto. In Johto mache ich vielleicht wieder ein neues Team. Noch mehr Pokémon. Aber wo denn? Hier unten? Geh mal weg. Okay. Wo denn noch? Haben die sich versteckt? Haben die sich versteckt? Oder muss ich Surfer einsetzen? Oh! Wenn ich Surfer einsetzen muss, um irgendwo... Ah, ne, da! Versteckt! Steht in der Mitte der Straße! Und Döskopf findet ihn nicht. Direkt in der Mitte steht er. Der Peter. So, einmal Schaufler. Ich stehe auf dick. Das hat weh. Das hat weh. In wen können wir denn reinwechseln? Eigentlich in gar keinen. Die sind alle so anfällig. Ich glaube, Madara muss einfach mal den Heldentod sterben. Und dann können wir in Medusa reinwechseln. Goodbye, Madara. Wir spielen aber keine Nuzlocke oder sowas. Also ich habe jetzt hier keine extra Regeln draufgeklatscht. Vielleicht machen wir das irgendwann mal bei einem anderen Spiel, bei einem anderen ROM-Hack oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, aber Infinite Fusion war mir jetzt sowieso schon so kompliziert und umfangreich genug, dass ich mir gesagt habe, nee, da macht es auf jeden Fall keine Nachricht. Ich habe jetzt auch noch gar keine gemacht, ganz ehrlich. Also. Aber ich könnte mir vorstellen, bei irgendeinem Spiel, wo ich mich vielleicht ein bisschen besser auskenne. Es müsste dann aber wieder ein Gen 1 oder Gen 3 Spiel sein, ne? Oder Gen 2. Call Mind, nee, brauchen wir nicht. Radical Red. Du hast da jetzt wahrscheinlich irgendeinen mega schweren ROM-Hack vorgeschlagen. Slash. Soll Glurak Slash lernen? Ohne Step, aber dafür eine hohe Crit-Rate. Ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, dann vielleicht statt Rock Slide. Aber ich bin mir nicht sicher. Was meinten ihr? Slash nicht lernen? Lass das weg. Ja, ich bin mir halt auch nicht so sicher. Wir lassen es weg. Wir können es zur Not immer noch beim Relearner holen. Es ist nicht verloren. Ja, gesäubert. 2 Quests geklärt. Jetzt gibt es gleich noch eine neue Belohnung beim Assistenten.
Also erstmal du. Richtig, deine Belohnung, natürlich. Ich habe dich nicht vergessen. Nein, ich doch nicht. Also als Belohnung, ja, für dein tolles Fahrradfahren, werde ich dein altes Fahrrad upgraden. Zu einem Rennrad. Du wirst dann viel schneller fahren können danach. Nice. Wir haben ein Rennrad. Muss ich das neu registrieren oder ist das... Ja, muss ich neu registrieren. Da. Was ist jetzt da? Cool. Cool, cool, cool. Und was wolltest du nochmal? Achso, nee, das war Safari-Zone. Du wolltest aufräumen. So, dankeschön. Revival Herb. Und dafür gibt es jetzt hier wieder was. 20 complete. Also. Da eine Belohnung. Leaping Bag. Ach was. Jetzt kann ich die Zeit überall vorantreiben, ohne Hotel. Ah, okay. Ist praktisch, wenn man mal draußen unterwegs ist und man möchte irgendwas bei Nacht fangen und es ist gerade Tag, dann kannst du einfach die Uhrzeit wechseln. Okay. Okay. Was gibt's hier sonst noch? Oh! Das ist doch Kogas Tochter. Wie heißt die? Janine? Oder sowas? Ein shiny Zubat? Hallo, mein Name ist Janine. Ich bin die Tochter von Fuxania Cities Arena-Leiter. Und ich glaube, wir haben uns sogar schon mal getroffen, nicht wahr? Ach, war die das, die uns Stärke gegeben hat bei dem... Bei dem Relaxo da oben. Gute Nacht, Griever. Ich drehe auch nur noch eine kleine Runde durch die Stadt und dann machen wir auch Feierabend. Ja. Safari-Zone oder Arena schaffen wir heute nicht mehr. Wird zu spät. Ja, morgen müssen wir mal schauen. Morgen ist wieder Freitag. Da gibt es Futtern mit Dös, 20 Uhr. Ich muss mal schauen, was ich da mache. Ich habe nämlich... Auf Wunsch von Benny habe ich die blauen Takis bestellt. Der wollte, dass wir die mal testen. Die sind immer noch nicht angekommen. Die hätten heute ankommen sollen. Die hätten eigentlich gestern schon ankommen sollen. Ich hoffe, die kommen morgen noch. Wenn nicht, muss ich mir spontan irgendwas anderes raussuchen. Ich habe nichts anderes vorbereitet. Also wenn ihr einen Vorschlag habt, dann könnt ihr mich im Discord ja nochmal anschreiben. Ob ich das vielleicht noch schnell irgendwie bis morgen hinbekommen kann. Was auch immer ihr vorschlagt. Ja. Genau. Und ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen, nicht wahr? Oh ja, ich erinnere mich. Du bist das Kind, der das den Weg frei gemacht hat nach Fuxania City. Indem du eine Pokémon-Flöte bei dem Relaxo angewandt hast. Das war wirklich beeindruckend. Ja. Ich möchte dir das hier geben, dafür, dass du mir geholfen hast. Die haben wir doch schon. Hä? Stärke haben wir doch schon. Die hat uns da oben schon Stärke gegeben. Was sind denn Helltakis? Sind das die blauen? Oder gibt es noch andere? Wie gesagt, ich habe die blauen bestellt. Aber ich weiß nicht, ob sie ankommen. Ich spezialisiere mich in Gift-Typ-Pokémon. Genauso wie mein Vater und mein Großvater noch vor ihm. Ich würde ja so gerne ein Golbat trainieren. Du hast du eins? Dann gebe ich dir für einen Gligar. Nö. Wir können es machen, aber ich brauche es eigentlich nicht. Jetzt habe ich zweimal Stärke, oder? Ich weiß nicht, was das soll. Wir hatten vorher schon Stärke bekommen von ihr. Total merkwürdig. Ich mache den Tausch jetzt einfach mal. Nur so zum Spaß. Aber eigentlich brauche ich den nicht. Golbat. Ich brauche ein ganz normales Golbat. Ohne Firlefanz. Da ist ein Zubat. Habe ich kein normales Golbat? Doch. Ein ganz normales Golbat.
Gagabub, moin moin. Dann holen wir uns das mal. Sie gibt uns schon wieder Stärke. Sie gibt uns jedes Mal, wenn wir sie anquatschen, Stärke. Jetzt haben wir schon dreimal Stärke. Ich soll was trinken, Moment. Ich initiiere erstmal noch den Tausch, ja? Oh! Ich erinnere mich. Unser Golbert. Unser Golbert hat einen sehr, sehr guten Namen. Schlecker. Eier. So, ich soll was trinken, sagst du. Und strecken soll ich mich auch noch? Ihr macht mich fertig. Oh. Na, dann wollen wir mal ein bisschen strecken. Aber übertreibt das nicht, ja? Also jetzt nicht, bitte nicht spammen. Mit dem Strecken. So. Aber ist gut, ich sitze schon seit 3 Stunden in dem Stuhl. Da kann ein bisschen Bewegung auch nicht schaden. Schätze ich mal. Ach, ich falle gleich um. Oh. Nee, das mache ich nicht. Da falle ich wirklich um. Da falle ich noch wirklich um. So. Ja, ich weiß, du machst das nur alle paar Stunden. Ist okay. Da geht das noch. Uff. So. Also. Shinobi heißt das Ding. Liga kann sich entwickeln, wenn du einen Duskstone verwendest. Alles klar. Alles klar. Medusa kommt zurück ins Team. Hey ja, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Oh, Iron Head, Iron Head! Ja, ja, endlich! Discop. Was machen wir weg? Flug muss bleiben. Erstens, weil logisch Flug, ne? Und zweitens, weil Step. Iron Head. Ja, ich würde Rockslide wegmachen, ganz ehrlich. Dick finde ich ganz praktisch. Würde ich später mit Erdbeben ersetzen. Rockslide würde ich wegmachen. Oder? Wie seht ihr das? Ich würde Schaufler behalten. Ich mach Rockslide weg. Iron Head, nice, ey. Hast du? Haras gibt's, gibt's ausreichend, oder? Ausreichend in der Safari-Zone. Seine Effektsporen geben mir andauernd Allergien. Achu! Pokémon gibt's überall in Fuchsania City, weil. Ja, wegen des Zoos und der Safari-Zone. Ich liebe es. Ist das hier eine McDonalds-Werbung? Ba, 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 ba. Ich liebe es. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Allgemein jetzt hier oben in dem Bereich. Oh, lasst uns mal das Fahrrad ausprobieren. Oh, I am Speed! Alter, das geht so schnell, dass das Bild schon so anfängt, ein bisschen zu stocken. Oder? Also die Framerate ist irgendwie zu low eingestellt. Kann das sein? Kann man das ändern? Kann man das irgendwo ändern, dass die Framerate ein bisschen smoother ist? Finde ich merkwürdig. Hm. Aber ihr seht, was ich meine, oder? Das ist so ein bisschen... Sieht ein bisschen unnatürlich aus. Habe ich das Gefühl. Steig mal ab. Unangenehm.
Man sagt, dieses Pokémon ist von einer weit, weit entfernten Region namens Einall. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Doch einfach nur... Ja, ist das Ding? Cotonie, genau. Cotonie ist cool, ne? Das hatten wir in unserem Boss-Team in Pokémon Revolution Online. Oh, ein Pokémon-Trainer. Wir haben uns doch schon einmal getroffen. Ich erinnere mich an dich. Also, ich habe eine ganz besondere Flöte hier in meiner Hose. Wenn du mir den Orden zeigst von dieser Stadt, dann zeige ich dir auch meine Flöte. Dieser Flötentyp ist pervers. Boah, es sieht so aus, als würden sie gleich kämpfen. Tatsache, die kämpfen gleich. Die kämpfen gleich. In der Safari-Zone ist es echt zu intensiv für meine alten Nerven. Gott sei Dank kann ich immer noch zu diesem Zoo kommen und mich entspannen, während ich die exotischen Pokémon angucke. Ja. Boah, ist das da ein Fossil oder ein lebendes Pokémon? Beides? Ein Fossil-Pokémon. Ich frage mich wohl, wie sich das anfühlt, auf einem Dodrio zu reiten. Oh, wahrscheinlich sehr holprig, oder? Sehr holprig. Ich muss Ultrabälle kaufen, um ein paar starke Pokémon zu fangen. Anscheinend werden Edelsteine von... Diese Edelsteine, die man Pokémon zum Tragen geben kann, ne? Die dann für einen Angriff Boost geben und dann verbraucht werden, ne? Diese Edelsteine. Diese Edelsteine werden hergestellt aus dem zusammengepressten Kot von Pokémon. Also nimmst ein bisschen Glurakacke, presst sie zusammen, bis da ein Rubin rauskommt. Und das ist dann so ein Fire Gem. Ja. Hab ich mir nicht ausgedacht. Ehrlich. Einfach nur geil. Haben wir genug Bälle? Ich weiß es gar nicht. Ja, sieht eigentlich gerade gut aus, ne? Ich würde Potions ein paar nehmen. Bisschen. Antidotes hatte ich ein paar verwendet. Und ja. Ne? Wir benutzen ja immer sehr, sehr. Also ich passe darauf auf, dass wir in jedem Kampf das Münzamulett benutzen. Dadurch haben wir so viel Kohle. Dadurch haben wir so viel Kohle, dass wir ja locker zurechtkommen. Ja. Uff, Antonio sagt, ich muss fast würgen. Ja, ist schon ein bisschen eklig, oder? Die Pokémon. Der Pokémon-Code. Oh. Naja. Aber ich würde sagen, wir haben uns jetzt in Safronia City umgeguckt. Safronia, Fuxania. Der nächste Schritt wäre dann jetzt halt entweder Safari-Zone oder Arena. Das fange ich jetzt aber heute nicht mehr an. Das ist schon ein bisschen spät. Ich muss jetzt überlegen. Ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit habe für einen Pokémon-Stream. Ja? Für die, die jetzt neu hier sind, freitags kommt immer ein Kumpel vorbei und wir gucken Filme. Deshalb fällt nachmittags das Stream aus. Und abends kommt dann immer meine Schwester vorbei und wir machen hier einen Food-Review-Stream. Wir nennen das Futtern mit Dös. Probieren irgendwelche Instant-Nudeln aus oder irgendwas. Vergleichen das so. Manchmal so eine Spicy-Challenge oder irgendwie sowas. Das heißt, 20 Uhr wird es auf jeden Fall Futtern mit Dös geben, wie jeden Freitag. Ich weiß aber nicht, ob ich nachmittags nochmal schaffe, einen kleinen Pokémon-Stream reinzuschmeißen. Ich kann es nicht garantieren. Ich werde es im Discord ankündigen. Ich habe einen Discord-Server. Ihr könnt auf YouTube oder auf Twitch da einfach mal auf meine Info-Tab da draufklicken. Da ist der Discord-Server verlinkt. Könnt ihr draufkommen. Da steht, da kriegt man immer einen Ping vom Bot, wenn ich gerade streame. Und ich kündige ab und zu mal was vorher an. Da könnt ihr dann sehen, wann Streams kommen oder so. Ne? Für gewöhnlich in der Woche eigentlich immer so von
sag ich mal, 16 Uhr bis 22 Uhr, wie jetzt gerade. Außer Freitag, wegen Futter mit Dös. Und am Wochenende kann es variieren. Wenn es Familiengeburtstage gibt, dann natürlich kein Stream. Wenn es nichts gibt, dann mache ich manchmal den ganzen Tag irgendwas durch. Schaut rein, je nachdem, wie ihr Bock habt. Ich sage jetzt mal, danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Das Anton und der Döskorb sagen gute Nacht und tschüss.